Hallo liebe Leute und weiter geht unsere Reise Richtung Frieden in Paper Mario, bei dem wir quasi versuchen wollen, sozusagen jetzt erstmal, ja, Richtung Westen zu gehen. Nämlich wir wollen erstmal noch Luigi einen Besuch abstatten, bevor wir dann wirklich uns langsam aber sicher zum Sternschnuppengipfel begeben wollen. Und hier gibt es auch noch einen, okay, Moment, da muss ich jetzt mal gucken, wo wir hier noch einen Stern später finden. Sag mal, Pieps. Sternsplitter, wo bist du? Gute Frage, wo die denn hier platziert haben. Hier drüben, den habe ich ja schon. Hier im Haus vielleicht? Nö, hier habt ihr auch nichts. Ach Mann. Na gut, dann ist es hier schon mal nicht. Hier haben wir auch nichts. Nö, kein Sternsplitter in Sicht. Oder hier? Nee, im Laden glaube ich auch nicht. Nein, nein und nochmal nein. Nichts zu finden. Dann lass ich den erstmal hier liegen. Wir wollen erstmal Luigi besuchen. Der wartet schon sehnsüchtig auf uns. Wollen wir nochmal sehen, was er zu sagen hat? Luigi, wir sind wieder da. Ach, da oben ist er sogar. Hi, Luigi. Prinzessin Peach wird dann noch über den Wolken Gefangene gehalten. Komm schon, Mario. Du bist ein Held, Bruder. Du musst sie retten. Bin dabei. Aber erstmal wollen wir hier reingehen. Nämlich hier gibt es bestimmt auch noch ein paar nette Briefe für Mario, die er lesen kann. Und natürlich Luigis Tagebuch nicht zu vergessen. So. Nur von der Flüsterweide, okay. Lieber Mario, wie ist es hier ergangen? Es ist so sonnig in den Blütenfeldern. Endlich herrscht hier wieder Frieden. Lily ist wie gewöhnlich in ihrer eigenen kleinen Welt. Rosie hat das Gerücht in die Welt gesetzt, dass du hinter ihr her bist. Petunia singt im ganzen Land ein Loblied auf dich. Wie du weißt, komme ich nicht hier von ihr weg. Aber es reicht mir zu sehen, wie die Knospis herumtollen. Viel Glück, Mario. Sie wünschen uns alle, dass du, dass sich deine Träume erfüllen, die Flüsterweide. Naja, wenn es weiter nichts ist. Was hat Luigi wieder geschrieben? So, schauen wir mal nach. Seite 9 und Seite 10. Jemand hat mir erzählt, dass sich ein Weg öffnen würde, wenn man einen Schall und einen Eimer einsetzen würde. Ein Schein für einen Schneemann? Wird er dann nicht schmelzen? Nee, nicht wirklich. Gestern, als ich in meinen geheimen Keller wollte, bin ich in der Falltür stecken geblieben. Habe ich sie zu sehr strapaziert oder bin ich dicker geworden? Oder hat Mario sie vielleicht zu sehr kaputt gemacht? Wer weiß. Ich sollte sie ölen, damit sie sich leichter öffnen lässt. Wenn du meinst, dass das was bringt... Viel Spaß dabei. Vielleicht hat er das sogar schon getan. Wir merken auf jeden Fall keinen Unterschied daran. Was haben wir hier alles vorzufinden? Gibt auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die wir machen müssten. Mehr als genug, wenn ich mir das so ansehe. Naja, gut. Wir gehen jetzt aber erstmal hier auf jeden Fall wieder raus. Und machen uns jetzt wirklich erstmal auf den Weg zum Sternschnuppengipfel. Na Mensch, Mario, geh rein. So schwer ist das doch gar nicht. Ja, das Einzige, wovor wir wirklich keine Angst haben müssen jetzt auf dem Weg, dass uns quasi wirklich irgendwas Böses noch über den Weg läuft, weil auf dem Weg zum Sternschnuppengipfel gibt es ja keine Gegner. Das ist schon mal etwas Geniales. So, hier wollen wir jetzt aber erstmal speichern. Und ich würde mal sagen, wir wechseln mal jetzt zu Gumbario. So. Dann kann er auch mal wieder mich begleiten. Okay. Schreiten wir durch das große Tor. Sehen uns diesen verwüsteten Hof hier an. Wobei, habt ihr eigentlich noch was Neues zu sagen? Ich bitte dich, Mario. Rette einen die armen Leute, die im Palast gefangen gehalten werden. Werde ich auf jeden Fall machen, irgendwie.
So. Hier ist auch noch einer. Moment. Also hier im Boden ist schon mal nichts. Oder? Ah, hier haben wir ihn. Okay. Problem gelöst. So, Sternschnuppengipfel, wir kommen. Wobei halt. Oh, da ist auch noch einer, na toll. Er wird sogar hier angezeigt. Und dann könnte es sogar sein, dass er hier unten vielleicht ist. Wenn ich ihn jetzt hier finde, da ist er sogar. Und noch einer. Na gut, haben wir wenigstens schon ein paar Sternsplitter jetzt hier noch finden können. Würde ich sagen, werden wir die jetzt mal quasi hier verwenden. Indem wir mal hier in dieses Häuschen reingehen. Und dann mal hier nach oben, um sie mal quasi auszugeben. Vielleicht finden wir ja noch ein paar nette Orden, die wir hier mitnehmen können auf unsere Reise. Wollen wir nochmal schauen, was er hier hat. Ich bin der berühmte Merelof und Sternschnuppengipfel. Hast du ein paar Sternsplitter? Ich würde meine Orden dafür eintauschen. Welche Orden hättest du denn gern? Wollen wir mal schauen. Am besten erstmal die teuersten. Kraft plus. Erhöht Sprung und Hammer Angriffskraft um 1. Es wären 25. Sparblüte. Jeder Attacke, die dich WP kostet, wird um 1 günstiger. Geld. Brauchen wir nicht unbedingt. Nein, nehmen wir auch nicht. Blumenregen. Das brauchen wir auch nicht. Noch einen. Nein, brauchen wir auch nicht. Nein, ist auch nicht unbedingt wichtig. Okay, dafür brauchen wir dann Scanner nicht mehr. Blumensegen. Blumensegen und Herzilein wären auch nicht verkehrt vielleicht. Aber ich glaube, die brauchen sehr viele Ordenpunkte. Protektor. Glück gehabt. Ja gut, das ist das. Ja, nehmen wir auf jeden Fall Kraft Plus. Ich tausche Kraft Plus für 25 Sternsplitter, ja. Nehme ich. Gut, nehmen wir den nächsten. Ja, ich will Blumensegen. Und dann nehmen wir noch Herzilein. Tja, dann kann ich den Kuckuckorden leider nicht kaufen. Nein. Auch von Gumbario kriegen wir wenigstens auch immer schöne Hinweise. Ist eigentlich auch schon ganz toll. Na gut, wir sind auf jeden Fall erstmal gewandert. Wir können uns erstmal die Orden angucken, wie viele Ordenpunkte die jeweils überhaupt brauchen. 3 freie Slots haben wir eigentlich. So, wo sind sie denn? Weiter unten. 3, okay. Ich habe sogar schon einen, scheiße. Na gut, das heißt, das war... ja, umsonst. Okay. Ich könnte sogar Dreifachangriff nehmen. Ah nee, das war ja wegen Items. Ja gut. Hat die nicht noch irgendeinen Orden gekriegt oder? Ah, 6. Okay. Hatte ich also auch schon einen. Kann ich irgendetwas loswerden? Irgendetwas, das ich nicht so brauche? Das ist jetzt gerade wieder eine schwierige Sache, weil die brauche ich eigentlich alle irgendwie. Ich würde sagen, ich warte bis zum nächsten Level ab und dann werde ich erstmal Kraft Plus einsetzen. Und die anderen beiden werden noch ein bisschen warten müssen. Würde ich jetzt mal einfach so belassen. Ich meine, bis zum nächsten Level ab ist ja auch nicht mehr lange hin. Und hier sollte ich auch noch die Sachen mitnehmen von Peach. Die Kampfwut. Die anderen Sachen nehmen wir auch noch. Meditation. Fortuna. Und
kommt zu guter Letzt das Jelly Royale. Okay, vielen Dank für die Sachen, Peach. Dann können wir jetzt wirklich endlich mal zum Sternschnuppen-Gipfel gehen. Jetzt, wo wir diese Sachen mit uns tragen, wird so langsam mal Zeit, endlich aufzubrechen. Und zu gucken, was uns quasi auf dem Sternschnuppen-Gipfel jetzt erwartet. Es gibt also noch einen. Dann wird er wahrscheinlich hier irgendwo noch woanders rumliegen. Wo ich hoffe, dass ich ihn noch irgendwie finde. Aber vier bringt uns das trotzdem nicht. Halt, hier ist er. Tada, wir haben ihn. Okay, auch wenn hier noch einer rumliegt, ist das jetzt erstmal egal. Den können wir uns immer noch holen. Ich glaube, das müssen jetzt eigentlich alle gewesen sein, weil hier kommt jetzt nichts mehr. Na gut, ab nach oben. Okay, wir sind endlich da. Mario, kannst du mich hören? Ich werde den Eingang zum Sternweg öffnen. Betritt diesen Pfad ohne Furcht. Der Sternweg führt dich direkt in den Sternhafen. Wir sieben hohen Sterne erwarten dich dort. Wir wollen dir all unsere Kräfte zur Verfügung stellen. Denn nur dann wirst du in der Lage sein, gegen die Macht des Sternstabs zu bestehen. Okay. Und da haben wir ein schön aussehendes Sternmuster. Wir warten gespannt auf dein Erscheinen. Mario, eile zum Sternhafen. Dann gehen wir doch mal in diesen Teleporter hier rein. Und ab geht's nach oben. Und da sind wir auch beim Sternweg. Sieht auch klasse aus mit diesen Sternen, aber hier müssen wir aufpassen, weil hier gibt es Gegner. Da sind sie nämlich. Hm? Dann ist du... Okay. Na endlich. Ich will dich hauen. Hab's geschafft noch mit dem ersten Angriff, okay. So, dann werden wir die jetzt erstmal scannen. So, Mario. Das ist die kalte Glut. Im Grunde sind das feurige Monster geschmiedet aus einem unheimlichen blauen Feuer. Maximale KP 10, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Zwar sehen sie frostig aus, sind aber trotzdem feurig. Daher werden Feuerattacken keine Wirkung zeigen. Wenn sie angreifen, dann teilen sie sich. Greift trotzdem weiter an. Irgendwann geben sie schon auf. Aber sie schlagen auch zurück. Manchmal attackieren sie auch deine Mitstreiter. Dann beträgt der Schaden 3 Punkte. Wasserattacken wirken sehr gut. Besiege sie, bevor die sie sich verbrennen. Das heißt, Sushi wäre hier auf jeden Fall die Geheimwaffe. Okay. Ich sollte vielleicht nochmal kurz die Flucht ergreifen. Ich würde sagen, das mache ich jetzt einfach mal. Und tschüss. Das mache ich jetzt aber nur, weil ich das Partymitglied wechseln will. So, Bombett. Mein Geld nehme ich noch mit. So, Flamme und auf geht's. Warum habe ich jetzt eigentlich zum Bombett gewechselt? Ach, verdammt. Ich muss nochmal fliehen. Ich wollte Sushi nicht, Bombett. So, jetzt aber Sushi. Na gut, jetzt schaffen wir aber den ersten Angriff nicht. Macht nichts. So, Sushi, dann versuchen wir es mit dem Tsunami. Okay, das müsste auf jeden Fall reichen. Ich denke mal, mit diesem Tsunami haben wir sie. Nicht ganz. Ach, Mann. Diese eine KP hätte jetzt in dem Fall eigentlich auch reichen können. Okay, Frisskiesel. Tja, den haben wir erledigt, ohne irgendwie jetzt groß was machen zu müssen. Tut mir leid, Sushi. Aber egal, ich werde dich rächen. Ich spüre diesen Hammer. Und sei erledigt.
Na wunderbar, 6 Sternpunkte dafür. Ist eigentlich gar nicht mal schlecht. So, und weiter nach oben. Wir wollen schließlich den Sternhaufen noch erreichen. So, na, kommst du auch noch runter, oder? Hast du auch so eine Problematik wie die andere Flamme? Gut, ich krieg den ersten Griff gerade nicht hin. Macht nichts, wir haben Sushi. Naja, reicht trotzdem wieder nicht. Was soll's. Diesmal sind sogar 2 KP, die fehlen. Aber trotzdem, wenn ich jetzt einmal mit einem Hammer drauf haue, müsste auf jeden Fall eine Flamme wieder erledigt sein. So, dann bleibt nur noch eine übrig. Ich hab's nicht geschafft abzublocken, verdammt. Okay, egal. Sushi wird wieder gerecht und dann ist der Kampf sowieso wieder vorbei. Diese Flammen sind wirklich nicht besonders stark. Trotzdem, sie sind leider hier. Warum sind hier überhaupt Flammen auf dem Sternweg? Warum Flammen? Und nicht Sterne, bösartige Sterne. Das hätte besser gepasst. Eigentlich schon. So, eine Flamme müsste noch kommen, dann haben wir eigentlich alle Flammen hier erledigt. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Da oben ist auch schon das Ziel, wie ich sehen konnte. Diese Flamme machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Also... Scheiße. Gut, dann mache ich es mit einem Hammer. Na gut, das Ding hat sich jetzt geteilt. Und dann machen wir den Spucker. Die Frage ist nur, wen nehme ich mir jetzt vor von den beiden? Ich würde sagen, ich mach's mal auf den. Und den haben wir sogar fast erledigt. Tja, Sushi. So leid es mir tut, aber... Ich muss jetzt leider erstmal damit zurechtkommen, dass du jetzt erstmal eine Runde schläfst. So, endlich mal geschafft. Das sieht ja eigentlich ganz nett aus mit den KP. Also damit würde ich sie auf jeden Fall kriegen. Ich habe sogar 2 davon. Okay, dann machen wir das einmal. Frieren wir diese Flammen ein. Deswegen Eiszeit. Oh, zieht sogar auch mehr ab. Oh, wie nett. So schnell werden wir diese Flammen los und kriegen sogar deren Sternpunkte noch als Geschenk. Und sind somit bei 60. Die werden sogar verdoppelt. Yay. Das Glück hatten wir lange nicht mehr. Dann sind wir sogar schon bei 73. Ja, bis zum nächsten Level-Up dauert es dann jetzt nicht mehr allzu lange. Sehr schön. Okay, Leute. Dann gehen wir jetzt mal weiter nach oben und kommen so langsam dann wirklich zum Sternhafen. Yay, Ziel erreicht. Und wir sind endlich oben. Und da sind wir auch schon, in der Stadt der Sterne. Als ich hörte, dass die Sterne entführt worden sind und der Sternenstab gestohlen wurde, geriet ich völlig in Panik. Ich dachte, das ist das Ende, der Welt. Doch jetzt sind die hohen Sterne sicher zurückgekehrt. Das hat mir ein Zeichen, das hat mir gezeigt, dass ich die Hoffnung niemals aufgeben darf. Ja, Leute, und ich denke mal hier diesen Sternhaufen und, ja, dieses Sternenstädtchen werden wir uns im nächsten Part mal genauer ansehen. Jetzt, wo wir es erreicht haben, können wir wirklich diesmal aufatmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in dieser schönen Sternstadt. Bis dahin, auf Wiedersehen!